Ja, yeah, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Zero auf dem Profi-Modus. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, A und leer zu räumen und zweitens mir eine komfortablere Situation zu erschaffen. Auch wenn die Muni trotzdem ein bisschen lame bzw. unten ist, habe ich mir doch ein paar Kräuter geholt. Und das ist schon mal etwas. Ich habe auch ein paar Molotov-Cocktails, die lasse ich aber, glaube ich, noch da. Denn was ich habe, müsste gerade erstmal ausreichen für die Situation. Denn im letzten Part haben wir ja bereits versucht, durch einen gewissen Korridor zu gehen. Und ich habe mir eine Strategie ausgedacht für das Ganze. Und zwar wird das jetzt folgendermaßen ablaufen. Sorry. Erstmal hat Rebecca den Schlüssel, den wir brauchen. Crowd und so lassen wir noch hier rein zurückkommen, dass wir uns heilen können. Und das Farbband brauche ich hier auch nicht. So, erstmal möchte ich bitte den Schlüssel. Danke. Und Rebecca ist noch auf dem inaktiven Modus. Ich werde sie auch gleich holen. Ich lasse sie erstmal hier. Denn jetzt müssen wir gleich schnell sein. Denn in diesem Korridor gibt es so einiges zu holen, was wir brauchen. Und das erste befindet sich gleich an dieser Tür. Bitte nicht taktischerweise vorausrennen, denn habt ihr gesehen, dann verwandelt sich der Typ und das wollen wir erstmal sparen. Nein, wir wollen zuerst mal hier ganz schnell etwas holen. So, wenn wir hier uns bewegen, passiert auch noch nichts. Dann kann uns der Typ nicht sehen. So, hier ist aber auch dementsprechend nichts. Und jetzt müssen wir... Nein, verdammt. Das war zu langsam. Obwohl, schaffen wir es noch? Ja, wohl doch. Ja, das können wir noch schaffen. Ja, ihr seht, die Typen brauchen eine Weile, um sich transformieren zu müssen. Und in der Zeit kann man das Zeug einsammeln. Das ist praktisch und strategisch wertvoll. So. Apropos strategisch wertvoll. Als nächstes nehme ich Rebecca mit. Den Schraubstock nehme ich auch mit. Schießen kann sie gleich. Oder... Na, ja, deswegen nehme ich... Habe ich sie gleich mitgenommen? Ich brauche sie nämlich jetzt hier in dem Zimmer. Und zwar gibt es hier ein Rätsel. Ihr seht schon, da ist ein Klavier und da drüben liegt, glaube ich, noch was. Nein, das war nur eine Flasche bzw. ein Gegenstand. Und es ist klar, dass im Profi-Modus extrem wenig an Items vorhanden ist, womit aber auch zu rechnen ist. Denn es ist ja der Profi-Modus. So, hier möchte ich euch mal was zeigen. Und zwar, wer den ersten Teil kennt, weiß, dass Rebecca kein Klavier spielen kann. Das will ich euch mal zeigen. Frustriert draufgehauen. So, deswegen müssen wir das anders machen. Und zwar
zeigt Billy jetzt mal ungeahnte Fähigkeiten. Und zwar, passt mal auf. Da dachte ich mir immer, kann es sein, dass Billy vielleicht aus einer Adelsfamilie stammt und dadurch es gelernt hat, mit dem Klavier umzugehen? Oder hat das andere Gründe, warum er so gut mit dem Klavier umgehen kann? Weil erstmal, wenn man ihn trifft, denkt man sich, das scheint ein ziemliches Raubein zu sein. Aber dem ist nicht so. Billy hat tatsächlich viele Talente und wir haben Magnum-Munition, die werde ich mir aufsparen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und hier finden wir auch nochmal Flaschen, die können wir uns für die Molotov Cocktails aufheben. Und wir nehmen natürlich die Batterie mit. Und demnach, was geschieht jetzt? Genau, die Tür schließt sich. Raffinierter Sicherheitsmechanismus. So, geh schon mal zur Tür. Und Billy, hau bitte nochmal auf die Tasten. Dankeschön. Und damit geht nochmal die Tür auf. Das war sozusagen Billys Zugabe. So, und damit sind wir hier fertig. Jetzt wird's schon ein bisschen schwieriger. Ich habe immer das Gefühl, als wenn hier was rumliegen würde, weil da hinten das Glimmern dieses Items irritiert mich ein bisschen, aber da liegt nichts. So. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt wird's wieder schwieriger, weil wegen dem Leech, Mann! Scheiße, direkt vor der Tür. Es ist ein bisschen unfair, Kollege. Boah, ich hoffe, sie kommt jetzt mit. Nicht, dass jetzt immer noch da ist. Das wäre jetzt scheiße. Oh ja, sie ist da. Gut. Ja, am Liedschmann müssen wir vorbei. Ich glaube, ich schicke die einzeln durch. Und jetzt. Ja, obwohl, wisst ihr was? Ich mache das auf die ganz rabiate Art und Weise. Und zwar werdet ihr gleich sehen, dass hier in diesem Raum Zombies sind. Und das mache ich auf die ganz rabiate Art und Weise. Nämlich instant. Scheiße, hat doch nicht geklappt, wie ich dachte. Manchmal fliegt der Kopf weg und das. Na, jetzt haben wir. Okay, wir kriegen Munition. Das gleicht die Sache gleich wieder ein bisschen aus. Auch wenn ich es gerade ein bisschen bereue, dass ich einen Schuss verschwendet habe gegen die Typen. Aber gut, ist nicht so schlimm. Es ist halt, ja, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Weil, wie ihr weiß, ihr wisst ja, kopflos sind die Viecher. Keine Bedrohung mehr.
Und da mal Munition bekommen. So, hier ist jetzt eine Tafel. Deswegen schicke ich jetzt gleich mal Rebecca rein. Und dann schnappen wir uns die Tafel. Ich hoffe mal nicht, dass draußen jetzt noch so ein Leechmann auftaucht, weil das wäre ein bisschen unpraktisch jetzt. Ach, Moment, du hast ja die Kurbel. Oh, ich bin mir so schlau. So, und damit ersetzt sich der Platz der Kurbel durch den Platz der Steintafel. Sweet. So, die Gefahr ist aber noch nicht vorbei. Denn ich möchte noch ins andere Zimmer. Moment, kann ich hier vielleicht das Licht einschalten? Nein, kann ich nicht. Im anderen Zimmer gab es, glaube ich, noch Items. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Ah, jetzt ist natürlich Rebecca drin geblieben. Ich hätte mal vielleicht den Teammodus einschalten sollen. Okay, dann werde ich das jetzt gleich wiederholen. Also meine Strategie dürfte jetzt so eigentlich klappen, wenn ich mich nicht verschätze. Vielleicht werden wir einmal vom Mietschwang getroffen, aber das nehme ich, glaube ich, in Kauf. Das ist jetzt für mich nicht so dramatisch. Hier ist nämlich First Aid Spray, deswegen bin ich unter anderem hier. Und ich glaube, hier gab es... Ja, da drin sind Green Herbs. Ja, das war jetzt hier bestimmt dieses... Oder eins von den Versuchszimmern. Dieses Haus ist wirklich ekelhaft, was hier gemacht wurde. So, da haben wir auch gleich Pistolenmunition. Und die nimmt mal Rebecca an sich. Mit den Leechmännern werde ich mich nicht anlegen, auch wenn ich weiß, was ihre Schwäche ist, nämlich Molotow-Cocktails, falls es euch interessiert. Und da drüben, wo wir gerade von sprechen, sind noch mehr Flaschen für noch mehr Molotow-Cocktails. Die sind ja auch taktisch platziert und die Gitz hier ist alles voller Knochen und so. In diesem Versuchszimmer. So, du hast, glaube ich, noch Platz. Ja, es sind menschliche Knochen. Okay, Rhodes Crowd, das lässt sich eventuell verwenden. So. Ja. Gut, dann würde ich sagen, verschwinden wir von hier. Jetzt haben wir nämlich alles. Kommt jetzt hier noch ein Gegner oder so? Ach du Scheiße, ja, das habe ich nämlich geahnt. Aber welcher Leechmann ist das? Ist das von Nachbarraum der Leechmann oder ist das ein anderer Leechmann? Nein, es ist ein anderer. Oh Scheiße, volle Kanne. Getroffen. Aber gut. Ich glaube, sie hat es noch relativ gut verstanden, oder? Nein, hat sie nicht. Aber gut. Man kann beide auch No Damage losschicken. Allerdings habe ich darauf ja nicht mehr wirklich so Lust drauf.
es ist eigentlich so, wie es ist, ganz okay. Und ich würde sagen, ich schicke mal kurz Rebecca nach draußen und tausche jetzt oder füge jetzt die Batterie da ein, wo sie hin soll. Hol mir die zweite Steintafel und die dritte liegt ja irgendwo rum. Die habe ich auch schon geholt, glaube ich. Wenn nicht, dann hole ich das kurz nach und schneide das dann raus. Weil, das habt ihr schon gesehen, ich werde aber eventuell nochmal das Rätsel zeigen, für die es auch noch verpasst haben. Ja, und dann geht's theoretisch schon in Richtung Halbzeit. Haben wir schon mal gut geschafft, da können wir mit zufrieden sein. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Insekten so ein großes Problem darstellen werden. Hier ist der Greifhaken. Ich werde natürlich alles nochmal schön umdisponieren. So, und dadurch, dass die Batterie jetzt da drin ist, können wir auch den Aufzug rufen. Müssen wir jetzt hier nur einen Knopf drücken? Ja. Ich will gerade mal eine Kleinigkeit testen. Okay, man kann ihn scheinbar benutzen. Das heißt, der wird mich dann wahrscheinlich... Ja, wo führt mich denn dann der Aufzug hin? Da der Aufzug ist, dann... Ach, dahin, zu den Krähen. Oh, nee, danke. Weil sonst hätte ich mich dahin transportieren können. Aber... Das will ich jetzt nicht. Und ich mache hier mal einen ganz kurzen Schnitt rein. Bin gleich wieder da. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und habe ich vielleicht auch irgendwie Benzin oder so zu liegen, dass ich das vielleicht ein bisschen verbinden kann? Ich glaube nein. Aber ich habe da einen Kräutermix, das kann ich auch noch verbinden. Mit dem blauen Kraut, dann habe ich nämlich eine volle Heilung. Da ist die Steintafel aus dem Keller. Übrigens, der Kräutermix stammt auch aus dem Keller. Ich habe mich dorthin begeben und habe... das Zeug hochgeholt. Das war wichtig wegen dem Greifhaken. Musste ich also tun. So, gehst du bitte mal... Ja, danke. So, so weit, so gut. Na, noch ein Stückchen. Okay, sweet. Jetzt kann man die Kiste zur Säule schieben und ich glaube, dann können wir auch uns die Steintafel holen, die da drauf liegt. Das ist nämlich die dritte, die wir brauchen, um weiterzukommen. Anderen Worten, ohne drei Steintafeln gibt es keine Halbzeit. Und das wäre ein kleines bisschen beschissen. So, aber wie ich Rebecca kenne, wird sie da nicht rankommen, oder? Nee, wahrscheinlich brauchen wir noch Billys Hilfe, um da ranzukommen, weil das ganze Ding. Weil Billy ist halt der größere Typ. Na, wird wieder mal so ein.
Und wird's ein Männerjob? Wird's ein Männerjob? Wenn's gleich sind oder überrascht sie uns und kommt tatsächlich heran. Hier ist etwas. Ja, sie kommt tatsächlich heran. Man sollte Rebecca eben nicht unterschätzen. So, sweet. Und damit haben wir alle drei Steintafeln gefunden. Oh, wie sweet. Alright. Gut. Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen mit den Steintafeln. Und zwar müssen wir jetzt damit durch den Insektenraum und dann einmal durch. Und das dürfte sich von der Treppe leicht erreichen lassen, sehe ich gerade. Ja, das müsste einfach ganz leicht von der Treppe ausgehen. Wenn die Treppe nicht bewacht wird, das wäre natürlich richtig scheiße, dann habe ich jetzt ein kleines Problem. Okay, also oben gleich abbiegen. Ich hoffe, die sind jetzt weit weg von mir. Nein, die kommen trotzdem an. Aber können wir uns erreichen? Nein, können sie glaube ich nicht. Tja, wir sind ein bisschen schneller als diese scheiß Insekten. Die können sich zum Glück nicht ganz so schnell bewegen und das ist gut. So, und hier haben wir jetzt das Zimmer, das uns zur Halbzeit führen wird. Und hier werde ich jetzt erstmal anfangen, einige Dinge abzuladen. So wie ich es das letzte Mal auch getan habe. Denn ich fand schon immer, dieser Raum hier ist... Ja, man sollte, bevor man in die Halbzeit geht, aus einem bestimmten Grund hier alles ablegen, denn später sind im Haus Affen unterwegs und das möchte ich tunlichst vermeiden. Deswegen habe ich mir so gedacht, dass ich es so mache, dass ich halt jetzt jetzt nach und nach die Items herschaffe, die gebraucht werden. Und damit meine ich auch die zweite Pistole. Und das zweite Gewehr. So, Nahballgranaten. Dingenskirchenkanister haben wir noch, das ist gut. Ja, das ist ja nicht viel. Das ist ja nicht viel. Moment, war die Pistole auch dabei? Müsste eigentlich. Ja, die ist dort. Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Schnitt rein. Wir sehen uns dann mit allen drei Tafeln und gelagerten Items im Observatorium wieder. Also bis gleich. So Leute, der letzte Marsch hat mich, wie ihr seht, etwas gekostet. Das heißt, ja, ich habe die ganzen Items jetzt relativ strategisch gut positioniert. Das, was ich brauche, habe ich intus, beziehungsweise habe ich nach oben hin verlagert. Und der Rest ist unten im Keller, weil ich weiß, dass man später wieder hinkommt. Und ja, jetzt bitte noch ein einziges Mal zur Tür. Billy bekommt gleich eine Pause, wenn er das schafft, wenn er das jetzt schafft, bis zur Tür, an ca. 4 oder 5 Sekten vorbei, dann bekommt Billy eine Pause. So, das ist Gefahr, das heißt, ich weiß nicht, wie viel die insgesamt abziehen. Es könnte gefährlich werden. Jetzt bitte, Billy. Bitte jetzt keinen Scheiß, bitte. Bitte, 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 bitte. Komm, das sieht... Nein, 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 nein.
Scheiße, scheiße, nein, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ja, damit ist alles dahin, weil ich habe vorher nicht gespeichert. Ich wollte es noch bis zu dem Punkt hin spielen, aber es ist nicht aufgegangen. Scheiße. Und damit würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss, denn ich habe jetzt eine Menge Offscreen nachzuholen. Mal wieder. Verflixte Scheiße. Ja, bis zum nächsten Mal.